Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem kleinen Trailer-Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute eine kleine Idee, die ich hatte, vorstellen, zusammen mit all den kleinen Details, die ich mir dafür schon überlegt habe. Über meine Hörspiele höre ich von euch oft verschiedene Dinge. Aber eine Sache, die sehr oft dabei ist, ist, dass viele Leute sie sehr gerne zum Einschlafen anhören. Da frage ich mich teilweise wirklich an sich. Mich freut es, dass ich euch insofern helfen kann. Aber sind meine Hörspiele dafür wirklich teilweise so geeignet? Es gibt viele sehr Lore- und Action-bepackte Szenen, relativ laute Musik, laute Stimmen. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so gut vorstellen. Ich habe mir letztendlich überlegt, euch gefallen die Hörspiele anscheinend ja auch so schon zum Einschlafen, aber trotzdem möchte ich da nochmal eine Schippe drauflegen. Und deswegen präsentiere ich euch heute meine in den letzten Tagen entworfene Idee. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, wer nicht weiß, was Mystery Dungeon Walross Edition bedeutet, tschüss. Und Lullaby bedeutet so viel wie Schlaflied auf Englisch. Was ist die Idee hinter diesem Projekt? Ihr könnt es euch vielleicht ein bisschen denken nach meiner Einleitung heute. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Lullaby ist ein Video, eine Serie, das muss ich noch gucken, die ausschließlich dazu gedacht ist, dass sie wirklich entspannt und gut zum Einschlafen sein soll. Und zwar habe ich mir das so überlegt, es wird wirklich keine wichtige Lore beinhalten. Es wird kein Must-Watch für Leute, die sich wirklich für die Handlung der Walross-Edition interessieren. Es wird an eine sehr ruhige Atmosphäre beinhalten. Wahrscheinlich sehr viel alte Lore nochmal aus neuer Sicht. Oder einfach sozusagen ein nostalgischer Blick auf bereits geschehene Dinge, vielleicht von manchen Charakteren. Ein paar neue Sachen vielleicht auch. Die Idee ist auf jeden Fall für das, was ich bereits geplant habe, vermutlich Bulbi, die ein bisschen in Erinnerung schwelgt an ihre Zeit, bevor sie die Gilde verlassen hat und auf Reise gegangen ist. Das ist so die Idee zum Beispiel, was da kommen kann. Es wird aber eben keine wichtige Lore oder so beinhalten. Mein ganzer Vorlesestil und die Musikauswahl wird sich wirklich darauf beruhen, sehr ruhig und entspannt zu sein. Solche Stimmen wie Groudon, wenn er überhaupt irgendwann mal vorkommen sollte, würde er eine andere Stimme haben. Einfach, um eben für einen entspannenderen Faktor zu sorgen. Zudem, was auch der Grund sein wird, dass ich nicht mehr sagen kann, außer dass es vermutlich 2021 kommen wird, ist, dass es wirklich ein Video sein soll, nicht mehrere Parts. Aber damit man gut einschlafen kann dazu, soll es schon mindestens eine Stunde lang werden. Was heißt, ich werde da einiges schreiben und vorlesen müssen, das ich dann noch gescheit bearbeite. Dementsprechend wird das Ganze eine Weile dauern. Was gibt's noch dazu zu sagen von meinerseits? Ich denke nicht sonderlich viel. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das ganze Projekt, es ist erstmal als ein Video geplant. Wenn mir noch irgendwie Ideen einfallen, was ich schreiben will und nach dem ersten Video euch das Format auch gefällt, dann kann es sein, dass ich mich irgendwann einfach hinsetze und noch einen zweiten Teil oder noch mehr Teile mache. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen jetzt offen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und das war's auch schon mit dieser kurzen Ankündigung. Wenn ihr gespannt seid darauf, wie dieses Format wird, und es noch nicht getan habt, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ansonsten ein Like auf dem Video. Support freut mich immer. Wir sehen uns dann wieder, egal bei welchem Video. Bis dann und ciao.